Herzlich willkommen zurück, Freunde. Es geht weiter mit Spider-Man. Im letzten Part hat Martin Lee hier ordentlich Krawall gemacht und ja, nicht er hat ihn umgebracht, sondern hat tatsächlich, ja, ich weiß halt nicht, Gedankenkontrolle oder so, ne? Das sah mir da ganz stark nach aus, dass das nicht freiwillig war, dass er sich die Kanone am Kopf gehalten hat. So, hinterher. Bevor noch was Schlimmeres passiert. Er hat ja jetzt den Namen. Ich denke mal, den wird er sich jetzt holen wollen. Nicht mit uns. Ich werde auch meine Anzugkraft, soll ich die wechseln? Ich finde, die Holos sind cool, aber. Ah, verdammt. Na, lässt du wohl los? Ich muss da unbedingt dazwischen gehen. Nicht der schon wieder. Echt jetzt? Müssen wir den besiegen? Ich will hinter Martin Lee hinterher. Sag nicht, das kann ich jetzt nicht. Nö. Okay, gut. Dann machen wir seine Handlanger fertig. Die Unschuldigen vor allen Dingen. Vertrauen Sie mir! Ist zu Ihrem Besten! Aua, Mann, du! Alter! Der ist jetzt auch ein bisschen stärker geworden. Zeit für Anzugskraft. Habe ich nicht. Alter, Spider-Man. Lass mich los. Oh. Nicht gut. Freunde, folgt mir auf die Tanzfläche. Hier geht die Party erst richtig ab. Auch das darf ich nicht. Okay, keine Tanzfläche für Spider-Man. Ich merke das schon. Was hat Lee mit den Leuten getan? Entschuldigung. Ich hab was für dich. Heiß gekühlt, Kumpel. So. Ach, der Harlekin, was willst du denn? Das wird schon wieder. Ein Fan vom Joker oder was? Ich hab nichts für euch. Aber wir werden ein bisschen Elektro. Ich glaube, die haben nicht nur einen Juri, Kater morgen. Du musst mir helfen. Bei der ESU wurden Schüsse gemeldet. Ja, das war ich. Erkläre ich später. Jetzt musst du einen Dr. Morgan Michaels finden. Martin Lee ist hinter ihm her. Verstanden. Oh Mann, kann irgendwas mal klappen? Spider-Man, wer ist dieser Dr. Michaels? Ist wohl der Chefforscher dieses Projekts Teufelsatem. Habt ihr ihn gefunden? Ja und nein. Laut Sable steht er unter ihrem Schutz an einem sicheren Ort irgendwo in der Stadt. Aber sie sagen mir nicht wo. Ich dachte, ihr arbeitet zusammen. Dachte ich auch. Okay, ich denke, ich kann ihn finden. Ich melde mich, wenn es klappt. Oh, hier haben wir wieder so ein Bombending. Das können wir doch dann gleich mal machen, oder? Wenn wir schon mal hier sind. Wo ist der Computer denn? Hey, hast du Dr. Delaney auf der Party gefunden? Ja, aber Lee auch. Oh nein, was ist passiert? Lee hat ihn verdorben und in den Selbstmord getrieben. Das ist schrecklich. Wir müssen den Typen aufhalten. Werden wir. Bevor Delaney starb, gab er Lee einen Namen. Morgan Michaels. Morgan Michaels. Wer ist das? Keine Ahnung, aber ich wette, er arbeitet am Teufelsatem-Projekt. Hast du etwas aus der Teufelsatem-Akte rausgefunden? Ja, halt dich fest. Vor ein paar Jahren wollte Osborn mit Fisk ein Labor aufbauen, ohne die Behörden zu informieren. Ein Geheimlabor? Für den Teufelsatem? Wenn es wirklich so gefährlich ist, kann ich das verstehen. Wo ist das Labor? Das steht nicht drin. Fisk hat in Osborns Auftrag alle Einträge vernichtet. Ich habe nur Rechnungen von Osborns Privatkonto an Fisks Baufirma. Wie ich Fisk kenne, erpresst er den Bürgermeister mit den Rechnungen. Alle Spuren deuten auf Norman Osborn. Zeit, ihm einen Besuch abzustatten. Ich glaube nicht, dass er dir was erzählt. Hatte nicht vor, ihn zu fragen. Ja, einfach nachsehen. So, erstmal Bomben machen hier. So, das ist ja auch wieder so ein... Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man da Gold holt. Was man da richtig oder falsch macht. Schnelligkeit, denke ich mal. Die Bomben entschärfen sich nicht von selbst.
Na dann los. Eine gefahrlose Sprengung. So soll's sein. Noch eine. Beeilung. Oh, 30 Sekunden noch. Los, 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 los. Ich bin bestimmt wieder zu langsam. Nein. Spider-Man, was machst du? Runter. Und. Hallo? Geht so. Ich hoffe, der Psycho denkt jetzt nicht schlecht von mir. Er meldet sich gar nicht. Ich war wahrscheinlich nicht spektakulär genug. Ah, was soll's. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie man das richtig macht. Ich hab das Gefühl, das ist was mit Schnelligkeit. Definitiv. Aber ich lege das jetzt auch nicht drauf an, da alles wirklich hundertprozentig perfekt zu machen. Oh, wir haben wieder gebettelt. Na, da helfen wir doch dann mal. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ist doch für jede Schlägerei zu haben. Sind zwar nicht meine Buddies. Seid ihr jetzt Terroristen oder Verbrecher? Ich verwechsel das nämlich immer. Ja, das kann natürlich mal passieren, dass man das verwechselt. So, eine Spider-Drohne. Und dann geht's hier rund, Freunde, rund. Oh, ich kann Finisher machen, dann kommt noch her. Ja doch, genau. Und Abflug. Tschüss. Da bin ich wieder. Ich dachte, ich gehe schon, wa? Nee. So spät ist es noch nicht, dass ich gehen muss. Das war's. Und ich bin weg. Tschüss. Sollen die Sable-Leute aufräumen. Keine Zeit dafür. So, hier mal ein paar Tricks machen. Ich weiß gar nicht, wie das mit den EP aussieht. Also, XP. Alle Einheiten, maskierte Terroristen sind in einem Laster unterwegs. Brauchen Officer bei the Yard. Bitte bestätigen. Oh. Ja, sag mal. Man kommt auch einfacher in die Abendnachrichten, Leute. Wow. Ja. Ja, das stimmt. So, LKW. Räuber und Sandan. Darf ich mitspielen? Endstation. Hallo. Er hat auch eine Bombe hinten drin. Kann doch nicht wahr sein. So, einmal anhalten, bitte. Warum er nicht drin sitzen bleibt und auf die Bremse normal tritt? Oh oh. Die Jagd ist vorbei, aber die Bombe ist scharf. Muss mich schnell darum kümmern. Schön an der Hauswand. Mörderparade aufgehalten. Es gibt schöne Verbrechermarken. Da kann ich mir schön wieder was für kaufen, Freunde. Kaufen, kaufen, kaufen. So heilen kann ich mich eigentlich auch mal. So, dann machen wir die nächste Mission. Mal gucken, was wir bei Osborn rausfinden. Vielleicht sprechen wir tatsächlich nochmal mit ihm. Oder hier diese Bodyguard-Frau ist in seiner Nähe und konfrontiert uns. Ja, mal gucken, aber erstmal einen Rucksack. Der hängt echt da dran. Der Artikel, der Spider-Man die Schuld dafür gibt, dass Electro Cops getötet hat, das war der Gipfel. Ich musste als Fotograf aufhören, sonst hätte ich Jameson geholfen, Lügen über mich zu drucken. Na, ja, das ist nicht schön. So, Fähigkeiten. Ich kann mir wieder was kaufen. Überraschungsangriff. Griff und Wurf. Oh, nicht schlecht. Abrechnung. Luftreißer wäre auch nicht schlecht. Oh, komm, ich nehme mal den Luftreißer. Zack. Neue Move-Liste. Geräte. Wir können... was ist das denn?
So ein Antigravitationsfeld. Ja, komm. Kann ich mir nicht bauen, schade. Brauche ich Herausforderungsmarken. Den könnte ich bauen. Warum nicht? Neues Gadget. Spidey Gadget, los. Nee, ich möchte tatsächlich bei denen hier erstmal bleiben. Ich finde, das ist die gute Kombi zwischen Nahkampfschaden, Kugelschaden, Bionetz. Ah, Kombozähler. Explosion wäre vielleicht noch gut. Das wäre natürlich das Nonplusultra. Ich glaube, das werde ich dann für... Ich glaube, ich werde das dann für das tauschen. Alles andere... Weiß ich nicht. Passt nicht zu meinem Spielstil. Aber ich habe es trotzdem irgendwie freigeschalten. Warum nicht? Ja, Move-Liste einmal runterrattern hier. Guckt euch das an. Was für Tricks. Wahnsinn. Ich finde das... Also das Kämpfen ist echt krass. Es macht Spaß. So, weiter geht's. Osborn, ich komme. Wir könnten eigentlich nochmal Otto besuchen, oder? Danach vielleicht. Komme ich hier einfach so rein? Einheiten. Officer im Gefecht mit den Dämonen. Schüsse. Okay, auf diesem Weg komme ich in Normans Büro. Ich kann nicht rein, ohne ein paar Sicherheitssysteme abzuschalten. Aber wenn sie mich sehen, werden sie hier alles abriegeln. Ich könnte mich vielleicht von draußen in die Netzwerksicherheitsmodule hacken. Okay. Also eine Stealth-Hack-Mission. Ja, toll, das freut mich. Hier sind die Netzwerkkabel. Sie führen zum Sicherheitsmodul. Na also, ein Sicherheitsmodul. Es scheinen 4 davon im Gebäude verteilt zu sein. Das sollte es mir leichter machen. Was zum Teufel? Sicherheitsteams, melden! Sable Team Alpha ist bereit. Sieht nach einem Elektrikproblem aus. Verstanden. Behaltet den Außenbereich im Auge. Wir kümmern uns darum. Und ich dachte schon, es wird einfacher. Das war ja fast klar. Bloß nicht von den Snipern erwischen lassen. Wie viele? Alter Schwede. Ja gut, er hat sich jetzt abgesichert. Na, Martin, die ist, glaube ich, hinter ihm her. Wir scheinen ein Softwareproblem zu haben. Wir holen einen Experten her. Verstanden. Wir suchen draußen weiter. So. Das ist das zweite Modul. Dann mal los. Was? Hacken. An alle Agents. Jemand greift auf eins unserer Subsysteme zu. Initiiere Delta-Protokoll. Mann, heutzutage haben alle Drohnen. Na klar. Alter, wie krass. Sable Teams, Lagebericht bitte. Außenkontrolle negativ. Hier ist alles sauber. Lag das wirklich an der Software? Das untersuchen wir im Moment. Bitte aktuelle Alarmstufe beibehalten. Ich möchte nicht erwischt werden. Ich möchte nicht wissen, was da passiert. Okay, 2 Module. Oh, oh. Nee, nicht um die Ecke, Spidey, runter. Du sollst einfach nur runtergehen. Achtung, an alle Sable Teams. Es besteht die geringe Möglichkeit eines Eindringlings. Wir analysieren die Daten. Bleibt wachsam. Verstanden, Zentrale. Ich bin doch kein Eindringling. Da ist es. Ich will nur helfen. Verdammt, jetzt ist noch ein Subsystem offline. Überprüft den 85. Stock, Außenbereich. Verstanden, Zentrale. Im Anflug. Na klar, jetzt haben wir noch einen Helikopter. Ich muss weg. Hi, MJ. Es ist gerade ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Standish sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Er wusste über Dr. Delaney Bescheid, also wohl auch über Morgan Michaels. Okay, mach einfach nichts Verrücktes. Apropos verrückt, wo ist dieses letzte Modul?
Da ist das letzte. Gut, jetzt habe ich Zugang zu Normans Büro und finde hoffentlich mehr über Morgan Michaels und Teufelsatem heraus. Außenkontrolle negativ. Sollen wir abriegeln? Noch nicht. Mr. Osborne ist mitten in einem wichtigen Gespräch. Aber sucht weiter. Es muss jemand da draußen sein. Moment, wir wechseln auf eine sichere Leitung. Ich bin Ihnen meilenweit voraus, Wilson. Meine Leute gehen Ihre gesamten Akten durch. Wenn Sie unser Geschäft auffliegen lassen, steht Ihr Wort gegen meines. Und ich bin nicht der hinter Gittern. Moment. Redet Norman mit Wilson Fisk? Neo-Statue? Wovon reden Sie? Die Neo-Statue aus dem Auktionshaus. Sie müssen die Akte meinen, die MJ gefunden hat. Wer hat die Akte? Wir, Norman. Aber sie verrät uns nicht genug. Und deshalb begehe ich gerade einen illegalen, aber moralisch vertretbaren Einbruch. Sie aufgeblasener Mistkerl! Sie lügen! Nicht so wütend, Norman. Wir wissen, dass du und Fisk ein Teufelsatemlabor habt. Aber wir wissen noch nicht, wo es ist und was Michaels damit zu tun hat. Hoffen wir, dass dein Computer uns mehr sagt. So, sorry für den Schnitt, Freunde. Ja, wenn die Technik versagt, habe ich auch noch nicht gehabt, dass Outer City einfach aufhört mit dem Aufnehmen. Er hat zwar den Aufnahmebutton, der hat halt noch geleuchtet, so dass er aufnimmt, aber die Spur ist halt nicht mehr weitergegangen und die Zeit ist nicht weitergelaufen. Und bei meinem Kontrollblick, den ich halt zu spät gemacht habe, ach shit. Ja, da fehlt jetzt ein bisschen Kommentar, aber das ist nicht so schlimm. So viel habe ich nicht gesagt, außer dass ich kurz bevor ich da entdeckt wurde, habe ich gesagt, ah, die Krabbelsteuerung lässt mich gerade heute in Stich. Gut, gehen wir weiter. Ich hoffe, die Jackpot. Technik versagt jetzt nicht nochmal. Das würde mich ärgern. Mann, der hat auch echt ein krass großes, hübsches Büro. Kann man nicht meckern, ne? Vielleicht ein paar Pflanzen mehr. Na, wer weiß. Geschmackssache. So, was haben wir hier? GR27. Dr. Morgan Michaels ist der wissenschaftliche Leiter, aber die Lage des Labors ist zensiert. KI-gesteuertes CRISPR? Wenn das wirklich funktioniert, heilt es alle Erbkrankheiten. Mukoviszidose, Huntington, verrückt. Das wäre nicht schlecht. Krebs und was weiß ich noch alles, alle... Ist Krebs eine erbliche Krankheit? Egal, ich halte mich da lieber raus. Ich bin kein Medizinfachmann hier. Das macht ihr in den Kommentaren sowieso nachher besser. Oh. 40 Ratten und davon hat keine überlebt. Oder nee, 70, Quatsch, 70. 7 Tage und 40 Ratten sind draufgegangen. Oder hat nicht... Gruselig. Nee, es hat nicht funktioniert nach dem Bild. Die sehen aber auch nicht mehr gesund aus. Also da scheint das, was zu heilen da war, hat tatsächlich versagt und hat es noch schlimmer gemacht. Sieht ein bisschen... Wir machen weiter. Stopp. GR27 ist der Teufelsatem. Er soll Krankheiten heilen, aber im aktuellen Zustand ist er wie eine Biowaffe. Dr. Michaels trägt die einzige Probe immer bei sich. Deshalb will Lee ihn. Wer Michaels hat, hat auch den Teufelsatem. Was hat er bloß vor? Was will er denn damit? So ganz aus Martin Lee bin ich noch schlau geworden. MJ, halt dich fest. Der Teufelsatem wurde nicht als Waffe entwickelt, sondern als Behandlung bei Erbkrankheiten. Im jetzigen Zustand ist er extrem fehlerhaft. Statt den Körper zu heilen, reißt er ihn in Stücke. Wir müssen Dr. Michaels finden. Sable kann so eine tödliche Waffe nicht kontrollieren. Ich weiß da vielleicht was. Charles Standish wird in Sable's Central Park Lager festgehalten. Wenn jemand weiß, wo Michaels ist, dann Oscorps Finanzchef. Ich versuche, zu ihm vorzudringen. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen.
Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. In ein Sable-Lager einschleichen. Das kann schiefgehen. Ich muss zum Central Park. Mann, Peter, hab mal ein bisschen Vertrauen. Lass sie doch. Ach, zu weit weg. Komm, das Foto will ich noch schießen. Sehr schön. Und jetzt zurück zur schwarzen Katze. Ich bin mal gespannt, ob wir die fangen können. Hä? Ha, Doc hat sich gemeldet. Peter, ich hatte eine Erleuchtung. Es geht nur um den Geist. Sehen Sie mich an. Ein Geist von unendlichem Potenzial, gefangen in einem verbrauchten Körper. Was dieser Geist erreichen könnte, würde er befreit. Wenn wir die neurale Schnittstelle entwickeln, müssen wir über die Nachahmung unserer körperlichen Formen hinausdenken. Wir müssen unsere Vorstellungskraft erweitern und in den Geist eintauchen. Doc ist so aufgeregt wegen des Projekts. Hoffentlich nicht zu sehr. Jetzt ist das Katzensymbol wieder da. Felicia ist sehr fleißig, aber ich hol auf. Mal sehen, wo sie diesmal zuschlägt. Nein. Na, Mietz, 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 wo bist du? Wo versteckst du dich? Beziehungsweise, wo hast du deine Markierung versteckt? Da. Nee, das ist ein Typ. Hier vielleicht? Die Tauben, ne? So irritierend. Irgendwann sitzt da eine dazwischen. Okay, die Cops bewegen sich. Aber die vier Verbrecher sind ziemlich gefixt, könnte man sagen. Ah, guck mal. Ha! Cornelius Van Lans Wohnung. Sie sucht sich immer Orte mit kostbaren Unikaten. Wahrscheinlich arbeitet sie für jemanden, sonst könnte sie einfach Bargeld stehlen. Woher weiß Peter eigentlich, wer da wohnt? Schwerer Beschuss durch Dämonen bei Kontrollpunkt Delta. Ja, Gott sei Dank, Aufnahme läuft noch, alles gut. Oh, darauf habe ich ja jetzt Lust, ne? Wenn das immer wieder versagt. So, ich habe vor, mal zu Doc zu gehen. Wo ist er denn? Das ist das Polizeirevier? Wo ist denn der? Wo ist denn? Das ist das Polizeirevier, da ist noch ein Polizeirevier. Wo ist denn Doc? Mein ehemaliges Apartment. Wir können ja mal zum ehemaligen Apartment reisen. Und natürlich machen wir das mit der U-Bahn. Ja, war ja klar, dass wir da nicht reinkommen. Schade. So, jetzt möchte ich aber zum Dog. Wo war denn mal da? Ich glaube, das Labor müsste doch hier irgendwo gewesen sein. Warum ist es jetzt nicht mehr da? Und hier haben wir noch Tombstone. Das möchte ich als nächstes machen und deswegen fahren wir doch mal mit der U-Bahn. Hätte ja sein können, dass wir vielleicht nochmal im Apartment irgendwas machen könnten. Man weiß ja nicht. Vielleicht wohnt da jemand anders. Okay. Hat sich jetzt hier gerade echt einer erschreckt. So, auf zu Tombstone. Mal gucken, was da abgeht. Und dann ist der nächste Part mit MJ. Ich freue mich drauf. So, ich mag ja ihre Schleichmission sehr. Guck mal, hier ist doch Doc. Warum wird das auf der Karte? Wahrscheinlich, weil das Symbol darüber ist. Wetten? Jetzt dürfen wir auch Rätsel machen. Aber nein, die hebe ich mir, denke ich mal,
für einen anderen Part auf. Ich möchte aber trotzdem den Doc besuchen, mal gucken, was er sagt. Und ob er überhaupt da ist. Octavius? Hallo? Es ist so ruhig. Okay, der Arm. Arm bewegen. Würde ich gern. Ich kann den Arm nicht bewegen. Warum kann ich den Arm nicht bewegen? Betrug! Was ist der gute Doc denn? Ist er nicht da? Hat er Feierabend gemacht? Liegt er auf dem Sofa? Nö. Keiner hier. Vielleicht in seinem Büro? Auch nicht. Hm. Schade. Wir können hier nur Rätselspaß machen. Na, das, wie gesagt, das lasse ich. Gut, kümmern wir uns um Tombstone. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Bisschen. Eigentlich, weiß ich nicht, lohnt sich das jetzt noch Tombstone zu machen? Oder behalte ich mir das für den nächsten Part auf? Da habe ich ärgert das ja so ein bisschen, dass die Tonspur da abgeschmiert ist. Das ist nicht so cool. Na, in die Mission starten. Wir können ja mal reingucken und mal gucken, wie weit wir dann kommen. Vielleicht ist das so eine kurzfristige, schnelle, schöne, einfache, easy Mission. Mal schauen. Am Ende des Parts noch ganz viel Ladeszenen. Ich sollte mir hier auch noch den Sender von MJ ansehen. Ach so, okay. Na gut, schauen wir uns den Sender von MJ an. Wenn ich das rekonstruiere, kann ich Tombstones Fahrzeuge verfolgen. Ach, wieder so ein Minispiel. Ja, super. Was haben wir denn? 3 und 1. Und minus habe ich 1 und 2. Okay. Schauen wir doch mal. Obwohl, warte mal. Nee, ich muss tatsächlich... Ja. Ich muss tatsächlich so einen komplizierten Weg gehen. Wir hier 3 rein. Und hier erstmal ein. So. Sollte auch die Öffnung richtig machen. So, jetzt haben wir 4. Hier auch nochmal gerade. Ups. Das war der falsche. Denn halt so. Auch nicht. Dann halt so. So, das sieht doch schon besser aus. Ja, das hierhin einmal gerade und dann das geht gar nicht. Moment. Ich bräuchte eigentlich noch mehr Spannung. Ja, das war schon richtig. Ich habe einen Dreier. So, und dann minus 1. Und dann habe ich meine Zielspannung. Und wir haben's. Erfolgreich. Das sollte reichen. Zeit für einen Test. Ja, dafür müssen wir wieder raus. Guck mal, das war doch eine ganz einfach, easy, schnelle Mission. Wie ich gehofft habe. Und wir haben sogar ein Rätsel gemacht, was ich eigentlich im nächsten Part, beziehungsweise für einen anderen Part aufheben wollte. Also alles angeteased und dann doch in diesem Part erledigt. Einfach dem Signal nach. Sollte mich an den Ort führen, an den Tombstone will.
Oh, das Signal haut aber ab, Freunde. Tombstone. Der macht mir echt Kopfschmerzen. Undurchdringliche Haut plus null Moral gleich großes Problem. Hoffe, Autos zerlegen ist das Schlimmste, was er so macht. Ja, undurchdringliche Haut. Also Tombstone, der sagt mir so absolut gar nichts. Und eigentlich ist der Part vorbei, Freunde. Ich müsste eigentlich einen Schnitt machen. Überziehe ich in letzter Zeit, also bei Spider-Man ist mir das tatsächlich ganz oft aufgefallen, dass ich hier überziehe. Weil wenn man erstmal drin ist beim Zocken, dann macht das ultra viel Spaß. Okay, ich hatte jetzt eine Pause durch Krankheitsfall. Aber, naja, es muss auch wieder bessere Tage geben. So, hier sind die Fahrzeuge. Da, der Laster. Na, ihr Sonntagsfahrer? Oh, einmal rausgekickt. Und einmal stehen bleiben sein Partner. Mist, es ist Spider-Man! Ruft Verstärkung! Hast du gepennt oder warum hast du nicht reagiert? Irgendwo muss er landen. Hey, die ganze Bande ist da. Mann, ich muss was sagen. Das ist hier beim Let's Play halt so üblich. Na hier. Zack, hast du ein Bike. Viel gegen Kugeln. Was? Da habe ich gerade nichts verstanden. Kämpft weiter! Oh, zack. Einmal fesseln. Voll so ein Biker-Gang. So, hier. Komm her, gib mir mal das Moped. Das tut weh, wa? Puh. Biker erledigt. Mal sehen, was im Laster ist. Ja, aber das, Freunde, werden wir uns im nächsten Part angucken. Denn wir haben schon überzogen. Das reicht. Also danke fürs Einschalten, Freunde, und bis zum nächsten Part von Spider-Man.